Unsere Honda XBR haben wir noch gar nicht gefilmt. Auf jeden Fall, der Tank soll drauf, der ist von der CB450. Das Rahmendreieck soll frei werden, da hat er schon mal abgeschraubt. Und der Dirk ist jetzt gleich mit dem Schleifhex im Einsatz. Die Lenkkette liegt halt auch noch sinnlos darum. Ein Stummellenker, das ist Originallenker, dann ist einfach nach unten. Und eine Galbrücke gelegt worden, ist ganz gut. Die alten Ochsenaugen, können wir alles lassen. Gut. Schussfrei hat er einfach gekürzt. Hier, die Schleifhex, jetzt geht gleich wieder rund. Tank weg, ja. Der Halter ist schon mal weg. Jetzt gucken wir mal, ob die Sitzbank einigermaßen hinhaut. Gut, legen wir jetzt nochmal den Tank drauf. Ne? So, jetzt tun wir das mal schon grob anpassen. Ein bisschen tiefer mit der Sitzbank. Passt nämlich immer nicht so schön. Ja, der Bügel muss weg und ja. Mit dem Rahmen zusammen hin. Ja. Ich habe hier alle schon mal schön glatt geschliffen, wie man hier so sehen. Und auf der anderen Seite ist er schon dabei. Und du das noch richtig schön verfeinern. Das wird besser wie neu, hä? Dirk. Ja, das muss ja so sein. Ja. Gerade rum, ich tue es euch noch mal zeigen, was er gerade wieder losgelassen hat. Achtung. Was hast du gesagt? Hier, die Honda, die haben damals geschweißt. Das sind die originalen Nähte, die sehen aus wie Sau. Die schleife ich ab, schweiße nach und die Riesenlöcher, die spachtel ich halt weg. Ja. Du hast nämlich noch was gesagt. Nicht, dass sie was denken. Nicht, dass sie denken, ich bastel meinen Fusch zu. Mach keinen Fusch. Doch. Das stimmt. Hast du schon mal Fehler gemacht? Jetzt lüge ich aber nicht. Ach, das macht jeder. Okay. So, jetzt wird das hier noch alles schön verfeinert. Das sieht doch jetzt schon mal gut aus. Und nicht so schrottig, wie das vorher war. Cool. Dirk, da vorne hast du ja. Du mal die Schablone weg. Da hast du jetzt den Halter gemacht für den Tank. Wird noch schön gemacht, ja. Okay. Haben wir dann hier Flächen, was zugepolstert wird. Ja. Und dann kommt unsere Sitzbank. Mal ganz kurz erstmal den Rahmen so nehmen, was du so gemacht hast. Hier, guck mal, das ist doch sauber beigespachtelt, ne? Das war doch von Honda, das war doch. Also das. Original, ne? Das konnte man nicht lassen, ne? Wie das am Original ausgesehen hat. Ne, das ist jetzt sauber, ja. Okay. Das ist das Sitzbänkel hier, wo da jetzt drauf kommt. Gut. Und die zwei Motoren dran? Ja. Ich mach's jetzt nicht fest. Ne, muss ich eh nochmal runter. Ja. Das sieht doch sauber aus. Und, ach so, hier, wir haben doch so Bleche. So Startnummerntafel, die hängen wir hier mal dran. Irgendwie so. Dann hier so hin. Das wird mir jetzt gefallen. Da müssen wir halt mit dem Kunden erst nochmal reden, ob ihm das auch gefällt. Die Lasche dann dementsprechend weg. Ja, klar. Ja. Na, dahinter können wir noch irgendwas verbauen, weil wir haben keinen Platz. Ja, das wird alles gut. Ja. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Wo haben wir jetzt schon wieder? Schick für halb acht. Leicht, Schnauze. Die andere sitzt schon daheim bei der Weiber und gucke Fernsehen. Ja. Ja, mir nett. Ja, wir machen jetzt noch mal ein paar Kopfgedanken und dann fahren wir dann auch langsam mal heim. Es gibt aber schöne Motorrad, mir gefällt die. Nicht so fette da, weißt du, die haben meistens immer so vier Zylinder im Kopf, das ist immer ein Zylinder, die ist geil. So, die Blinker hast du dran gemacht, das ist alles wunderschön so. Ah, da unten ist der Öltank, gell? Ja. Öltank ist heiß. Ja, wenn der unterwegs jetzt zum Beispiel hast du das Kaffee, der ist lauwarm. Das ist schön. Und wenn der Öltank heiß ist, dann kann man den Kaffee ganz schön warm halten da unten. Ne? So, und das Gesamtbild, das sieht das so aus. Schön. Das Gelb passt, ne? Die gelbe Kaffeetasse da unten rein. Ja, und der Luftfilter. Ah, komm hier. K&N Spezial. Ein geiler Filter. Unser Dirk ist hier schwer am Abkleben. Vorbereitungen zur Lackierung.
abgegrundiert ist ja schon. Gut. Muss das hier mal schnell aufnehmen. Der Rahmen haben wir jetzt schwarz lackiert. Und hier die Haldo und die Schwinger und der Öltank auch. Jetzt machen wir noch die Abdeckung runter und dann bauen wir das Ding zusammen. Ja, dann tun wir mal das Ding wieder schön zusammenbasteln. Ne? Kann man auch noch. Ups. Und schon fliegen wir die Schrauben weg. Das ist schön, aber auch nichts dran. Bleibt übrig. Die Schiene ist sogar schön geworden, aber okay. Ja. Der Luftfilter ist geil, oder? Mit der Batteriekaste, das ist auch nicht schlecht. Cool. Wollen wir mal gucken nach unserer XBR. Das ist das gute Stück. Was soll ich sagen? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Rahmenheck geändert. Hier, guck mal, das haben wir doch erst auf dem Video. Das haben wir jetzt hier schon beigespachtelt. Das sieht doch jetzt richtig sauber aus. Die Sitzbank, das ist eine gekaufte. Das Rahmendreieck ist so richtig frei, ist es nett, und da kommen auch noch Startnummerntafel dran, die habe ich aber jetzt gerade noch nicht da. Aber jetzt nochmal so, das ist der K&N-Luftfilter, wo wir da drin haben. Okay, was zeige ich noch, hier hinten haben wir die Blinkerhalle angeschweißt und da wieder die alten Blinker drauf gemacht, wo dabei waren. Gut, das Rücklicht, das ist da auch recht schön. Gucken wir nochmal hier unten drunter. So sieht das aus mit dem Rahmendreieck. Alles klar. Hier vorne am Tank, damit das Loch dazu ist, da haben wir jetzt hier einfach so ein Blech, das könnten wir noch überziehen lassen vom Sattler, damit das Loch zu ist. Da muss ich selber entscheiden, ob er das machen will. Weil der Tank soll nämlich jetzt auch noch nicht lackieren, der hat nämlich noch mal böse Beule hier vorne drin. Das will eigentlich alles er dann irgendwann mal machen. Gut. Eigentlich soweit, okay. So, Batterie habe ich auch noch eingebaut. Blinker geht hin und vorne. Alles cool. Stockpick geht auch. Ja, dann ist es soweit. Das Moped hier. Wie gesagt, das ist ja keine Vollrestauration. Das war jetzt hier nur, wie gesagt, das heißt nur, das war schon ganz schön Action, den Rahmen zu ändern und so weiter. Wir haben jetzt investiert, ich muss nochmal nachzählen, aber ungefähr so um die 1-22 Stunden, die haben wir wohl daran verbracht, also mit Lackieren und alles so umschmeißen. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.